Hallo und herzlich willkommen. Hier wird detailliert gezeigt, mit welchen Schritten der Wechsel im Administrationsportal des Company Flex schnell und einfach selbst vollzogen werden kann. Im Administrationsportal des Company Flex gibt es zwei Dinge zu erledigen. Der SIP-Trank wird angelegt, damit werden die Telefonie-Anmeldedaten für den Company Flex SIP-Trank erzeugt. Die Rufnummern des Deutschlandland-SIP-Tranks werden für Company Flex aktiviert. Das ist alles, mehr ist nicht nötig. Beide Schritte können durch den Kunden selbst durchgeführt oder als Serviceleistungen beim technischen Service der Telekom beauftragt werden. Zunächst wird der SIP-Trank angelegt. Der erste Schritt ist das Anmelden im BSP. Die für die Erstanmeldung erforderlichen Daten werden im Rahmen der Bereitstellung an den Kunden geschickt. Der Menüpunkt Festnetzverträge administrieren öffnet die Übersichtsseite der Festnetzprodukte. Die richtige Auswahl wird dann angezeigt, wenn Kundennummer und Produkt passend eingestellt sind. Das Company Flex Grundpaket ist bereits vorbelegt. In der Aktionsauswahl ist Company Flex Konfigurieren ebenfalls bereits vorbelegt. Mit einem Klick auf Weiter gelangt man in das Administrationsportal. Gleich auf der Startseite des Administrationsportals wird SIP-Trank Anlegen angeboten. Der Einrichterassistent führt durch die einzelnen Schritte. Zunächst wird eine Bezeichnung für den SIP-Trank vergeben, anschließend wird der Button Weiter freigegeben. Weiter geht es mit den Rufnummern. Alle Rufnummern, die im Grundpaket über die Standortprodukte eingebunden wurden, werden hier in der Auswahl angezeigt, sofern sie nicht bereits einem anderen SIP-Trank oder der Cloud PBX zugewiesen wurden. Die Rufnummern eines Rufnummernblocks sind nach ihren ersten Ziffern gruppiert. Rufnummern, deren Durchwahl mit der gleichen ersten Ziffer beginnt, sind zusammengefasst und werden paketweise dem SIP-Trank zugewiesen. In der Regel werden für einen 1:1 Produktwechsel alle Rufnummern dem Company Flex SIP-Trank zugeordnet. Sobald dem SIP-Trank die Rufnummern zugeordnet sind, wird die Schaltfläche weiter freigegeben. Im nächsten Schritt besteht die Möglichkeit, Kontaktdaten eines Administrators einzutragen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn es um große Installationen mit vielen SIP-Trunks und mehreren Administratoren geht. Damit ist die Konfiguration des SIP-Trunks bereits abgeschlossen. Über den Button Anlegen geht es weiter. Von der Startseite aus kann nach etwa 1 bis 2 Minuten der neu eingerichtete SIP-Trank eingesehen werden. Die beim Anlegen des SIP-Tranks neu generierten Telefonie-Anmeldedaten werden über Details konfigurieren angezeigt. Diese neuen Telefonie-Anmeldedaten für den Company Flex SIP-Trank werden nun in der IP-TK-Anlage bzw. dem Router hinterlegt. Bei der Nutzung von Internetanschlüssen, die nicht durch Telekom bereitgestellt wurden, muss dabei im Endgerät die Verschlüsselung aktiviert werden. Sollen zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel Clipno-Screening, für den SIP-Trank gebucht werden, so ist das von hier aus möglich. Im zweiten Schritt werden die Rufnummern für Company Flex aktiviert. Jetzt geht es darum, wie die Rufnummern für Company Flex SIP-Trank im Business Service Portal aktiviert werden. Der erste Schritt ist das Anmelden im BSP. Die für die Erstanmeldung erforderlichen Daten erhält der Kunde rechtzeitig vor dem Termin bzw. er hat sie bereits genutzt, um den SIP-Trank selbst anzulegen. Der Menüpunkt Festnetzverträge administrieren öffnet die Übersichtsseite der Festnetzprodukte. Die richtige Ansicht wird dann angezeigt, wenn Kundennummer und Produkt passend eingestellt sind. Es wird das Company Flex Grundpaket aufgeführt. Bei Company Flex sind die Rufnummern über die Standortprodukte zugeordnet. Deswegen wird im nächsten Schritt in die Ansicht der Standortprodukte gewechselt.
Falls unter einer Kundennummer mehrere Grundpakete gebucht sind, so kann an dieser Stelle das gewünschte Grundpaket ausgewählt werden. In der Übersicht der Standortprodukte werden die Rufnummern aufgeführt, die den einzelnen Standortprodukten zugeordnet sind. Zunächst wird das Standortprodukt ausgewählt, für das die Rufnummern in den Company Flex übernommen werden sollen. In der Aktionsauswahl wird unter anderem Rufnummern aktivieren angezeigt. Nach dem Selektieren dieses Punkts reicht ein Klick auf den Button Weiter aus, um zur Sicherheitsabfrage zu gelangen. Damit ist der letzte Schritt erreicht. Mit dem Setzen des Hakens und mit dem Betätigen des Buttons Aktivieren wird die Umschaltung der Rufnummern gestartet. Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt einmalig ausgeführt und nicht rückgängig gemacht werden kann. Damit ist die Umschaltung der Rufnummern des Deutschlandland-SIP-Tranks zu Company Flex SIP-Trank auf den Weg gebracht und die 15-minütige Wartezeit beginnt. Anschließend kann der Company Flex SIP-Trank ankommend und abgehend genutzt werden. Die Umstellung ist abgeschlossen. Damit sind wir am Ende angekommen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.